Willkommen zurück im Autokino hier bei Alan Wake's American Nightmare. Diese nette Lady ist ein bisschen umnachtet und wir versuchen jetzt mal hier die Lichter wieder einzuschalten, dass er vielleicht ein bisschen wieder auf Trab kommt. Man has encountered this before. People whose integrity has been suborned by the insidious touch of the darkness. He has experienced it himself, but merciful light burned away the darkness in his brain. Ha, genau, und deswegen weiß ich das ja auch. Wir sollten jetzt versuchen, die mal ein bisschen wieder hier normal. Ah, da ist die Seite, die ich gerade eben nicht gefunden hatte. Dann holen wir uns die doch mal kurz auf einmal aus dem Raum gehen. Ja, also wie gesagt, hier ist wahrscheinlich ein bisschen. Nein. Rückwärtsgang, Alan. Rückwärtsgang. Hier ist wahrscheinlich ein bisschen umnachtet vom lieben Mr. Scratch. Sie hat ja auch gesagt, ja, aber du hast mir doch selber gesagt, ich soll das nicht machen. Und Alan hat dann gekonnt, die Verwirrte noch weiter verwirrt und ihr ein paar Informationen rausgelockt in der letzten Folge. War ganz witzig anzuschauen, könnt ihr gerne nochmal nachschauen. So, und jetzt gucken wir uns mal die neue Seite an. Bright Falls. Das erste Mal, dass von der Stadt die Rede ist, die wir ja schon aus dem eigentlichen Hauptspiel kennen. My writer's block got worse. I didn't sleep much anymore. My life with Alice seemed like a constant fight. I was a wreck. Alice took steps. She booked a vacation in Bright Falls, a small town in Washington. It was supposed to be a chance to break out of the cycle I was in. She didn't know about the darkness in Cauldron Lake. Richtig, das hatte ich ja schon während der letzten Folgen des Let's Plays ein bisschen zusammengefasst, was eigentlich die Vorgeschichte hier von Alan ist. Und da habt ihr das nochmal schwarz auf weiß. Also Cauldron Lake war ein böser Ort von lieben Alan. Wir haben es anscheinend doch rausgeschafft aus dem dunklen Gefängnis, an das wir uns am Ende begeben haben, um unsere Frau zu retten. Jetzt schauen wir mal, was mit der los ist. Also ich bin mir sicher, die wird nochmal auftauchen, weil wenn sie sich hier schon erwähnen, dann dann müssen die auch irgendwie erzählen, was mit ihr weiter passiert ist. Ich meine, bis jetzt wissen wir ja gar nichts. Gott, das war ein schöner Jumpscare, Leute. Das habt ihr toll gemacht. Wird selbst den Großen mit zwei Schüssen wegkriegen. Ey, ich stehe drauf. Einfach nur genial. Souvenirladen. Ja, müssen wir bestimmt auch noch hin, also. Oh! Da ist ja der Nächste. Gut zu wissen. Können wir nicht alle mal in Ruhe lassen? Ich merze euch doch sowieso aus. Was wollt ihr euch mir noch hier in den Weg stellen? 30 Manuskriptseiten. Habe ich natürlich auch nicht. Also viele Waffen sind echt schwer freizuschalten hier. Meine Fresse. Naja, aber wenn man mit heftigeren Geschützen hier auffahren will, muss man auch was leisten, offensichtlicherweise. Ja, das war absolut klar, dass hier ein Kampf kommt. Oh, hey, Mrs. Scratch. Mr. Hero's here. You ready to save the day? Oh, und jetzt kommen unsere Schlechter hier. Wie denn sonst? Zuerst lässt er seine Schergen auf uns los und wahrscheinlich nicht mal dann geht er persönlich auf uns. Da war auch die Maschinenpistole ganz nützlich, haben wir festgestellt. Weil mit der einfach auf alle wild hier rumballern kann. Weil die es halt echt ziemlich viele werden mit der Zeit hier, ne? Oh, oh, ich häng hier ein bisschen fest vielleicht, aber nicht hecke. Oh Gott, ich muss unbedingt hier ein bisschen für Erleichterung sorgen. Ja, und schon ist die Munition für Maschinenpistole ein bisschen mehr aufgebraucht. Okay, war es das erstmal? Ach, mir ziemlich egal, ich renne sowieso erstmal ins Licht. Egal, ob da jetzt noch wer kommt oder nicht, weil mit einem von drei Lebensbalken sollte man doch erstmal auf seine eigene Gesundheit bedacht sein. Ja. Ah, ich kann mich zum Glück noch ganz heilen, bevor das hier den Bach runtergeht. Okay, was ist das? Ein Leuchtpistolenmunition. Stimmt, die haben wir ja auch noch. Ha. Okay, dann gucken wir einmal kurz in den Fernseher rein. Party!
Ein bisschen durchgedreht ist er ja schon. Party alone. Wie soll man Party machen, wenn man keine Menschen mag? Wer ist das? Eins seiner Opfer? Kann man ja denken, wie es ausgeht. Naja, okay. Oder wir haben einfach einen Cut zwischendrin und wissen nicht, wie es ausgeht. Naja, auch gut. Nee, aber wahrscheinlich versucht die Hand, die Pistole genommen hat, eins von Scratchs weiteren Opfern, ihn dann irgendwie abzuknallen. Aber natürlich ist er mit solchen minderen Waffen und vor allem ohne vorher geschwächt worden zu sein durchs Licht nicht angreifbar und wird dann dementsprechend ihn mit dem Messer abschlachten. Vielleicht finden wir die Fortsetzung dieser tollen Episode. Auf dieser Seite bestimmt nicht, aber was zu lesen ist doch trotzdem toll. Wirklich wichtige Dinge. It's been 2 years since I came here. Being that long without Alice breaks my heart. And I know it broke hers. I know she thinks I'm dead. How could I blame her for that? It would be a crime to pretend that she owes me anything. She took all the stupid, self-indulgent bullshit I brought into her life and still stood by me. Still loved me. It's no betrayal. But I'm a better person now than I used to be. I want to be that person with her. Okay, da haben wir es schwarz auf weiß. Alan möchte seine Frau zurück. Sie lebt, denkt Alan wäre tot, natürlich. Alan war ja ewig verschwunden. Selbst Barry denkt ja, dass er einfach verschwunden ist und nie mehr wiederkommen wird. Haben wir in einem Interview gehört im Radio und naja. Ich denke allerdings trotzdem, dass es noch ein Zusammenkommen hier geben wird. Mit der lieben Alice, ein Zusammentreffen. Okay. Kommen wir denn dahin? Ach, über die Treppe da. Okay, Edzard. Ja, doch ein bisschen weiterer Weg, um das Licht wieder anzuschalten, was? Hätten sie sich keine kürzere Route raussuchen können, wäre mir lieber. Mein Gott, was ist denn gerade mit den Frames los? Die gingen doch vorhin so flüssig. Ging eigentlich immer die ganze Zeit recht flüssig und jetzt hängt's ein bisschen. Naja, wird ja hoffentlich nicht lange dauern, bis ich wieder einigermaßen eingekriegt hat hier. Wie sieht's denn mit meiner Munition aus? You are gonna shit yourself when you realize what I have done. Shut up! Ach so. Das sind Charaktere da unten anscheinend. Man weiß nie, ob das jetzt Besessene sind, weil die haben sich immer durch Sprechpassagen angekündigt beim eigentlichen Alan Wake. Finde ich witzig, dass wir hier also auch so viele Charaktere treffen. Kann ich vielleicht die Truhe aufmachen und mir eine neue Waffe gönnen? Mach mal danach, ne? Erstmal die Spacken hier. Naja, während den Kämpfen stabilisiert sich immer die Frames stabilisieren sich dann immer ein bisschen während Kämpfen, also mein Gott. Dann sollen sie halt meinetwegen ein bisschen hängen in der Zwischenzeit. Okay. Gut, das waren alle. Und bitte habe ich genug Seiten. Ich würde schon eine neue Waffe reizen. Sturmgewehr. Na, ich habe auch noch nicht 20 Seiten. Wie viel musste man bei der einen haben? 40? Gibt es insgesamt überhaupt 40? Naja, da musst du aber schon sehr lange spielen. Weil einige kann man ja auch bloß im Albtraum-Schwierigkeitsgrad finden, einige Seiten. Wir haben auch wieder Munition für unser. Tolles. Wie heißt nochmal? In unseren tollen Karabiner. Gott, ich kann mir Waffennamen meistens so schlecht merken, das ist grausam. Für uns lässt niemand das Licht an, auch wenn es mir zu hell ist. Alles wird dunkel, das Licht geht aus. Gott, jetzt wird es hier aber neblig und duster, Mensch, ha? Halleluja! Da kommen gleich unsere neuesten Freunde. Da
Waffen haben sie einen kleinen Vorteil durch die Leuchtstäbe. Come on, Bro! Schnapp dir eine Karabinerpatrone, wir machen Party! So, genau, und da kommen sie wieder, weil das Licht weg ist. Wow! Jetzt habe ich wohl auf ein explosives Fass geschossen. Ich meine, mein Gott, wieso nicht? War einfach den Kampf, ha? Manuskriptseite 15, Nummer 15, Alice. Alice, my wife. The best thing that ever happened to me. She smiles and the darkness lifts. For her, I've tried things I otherwise never would. I've never really minded if it's made me feel like a fool. She's a photographer, and the world she sees through her lenses is unique and beautiful. She has the vision. She sees things others don't and knows how to make them visible to everybody. She did it with me, too. She teased out things I was only vaguely aware of. She always saw me in the best possible light. Ja, da schwärmt er von seiner Frau, der liebe Alan. Die allerdings weg ist. Aber wie gesagt, ich vermute, dass es mit der noch ein Wiedersehen gibt. Ich hoffe, dass es mit der noch ein Wiedersehen gibt. So, Happy End. Weil ja das eigentlich Alan Wake nicht so wirklich ein Happy End hatte. Nee, das kann man kaum als Happy End bezeichnen. Nein, da war nichts. Außer Holzpaletten hier. So, okay. So, da. Einmal durch den düsteren Schuppen gesteuert. Die Munition genommen, weil das sicherlich verheißt, dass demnächst wieder Besessene kommen. Gut. Na, ich bleib beim Karabiner, der ist treffsicherer. Okay. I should be able to figure this out. Ach, ein kleines Rätsel. Drei Hebel. Welche musst du umstellen, dass es funktioniert? Vielleicht einfach alle? Nein. Okay. So. Dann machen wir mal den. Sehr gut. Sieht richtig aus. So, wenn nach wie vor das Elektrofeld brabbelt, ist es schlauer, einfach da zu bleiben. Weil dann kriegen die nämlich schön was ab vom Licht. Das war so cool, beim eigentlichen Alan Wake konnte man die auch immer in Stromleitungen laufen lassen und so. Das war absolut genial. Ich weiß, da waren mehrere Besessene. Verarscht mich nicht. Gut. Dem Stromschlag entronnen, der zum Glück bloß kurz angedauert hat. Ja. Dann gleich die Nächsten, die sich anstellen, um massakriert zu werden. Ja. Ich bin verfügbar von 8 bis 18 Uhr. Wieso müsst ihr immer in meine reinen Pausen hier rein zwitschern, ha? Machen wir eine Sprechstunde aus, dann könnt ihr über eure Probleme mit mir reden. Ist das in Ordnung? Fände ich auf jeden Fall besser. Das Licht des Wachgebäudes. Ist damit das Haus gemeint, wo unsere liebe Freundin drin war, die ein bisschen umnachtet ist? Ist damit das Haus gemeint? Ich weiß ja gar nicht sicher. Okay, da geht's nicht weiter. Jetzt hab bloß, ich muss echt durch diesen Lichtpark da mit den tollen Stromstößen. Naja, man kann das zeitlich schon einigermaßen timen, dass man keinen direkt abkriegt. Okay, hier kommt anscheinend keiner. Da vorne ist dann der nächste Stromstoß, den ich nutzen kann. Um entweder Gegner zu kaputt zu machen oder einfach schnell durchzurennen. Okay. Na, diese Art von Labyrinthen habe ich schon bei Alan Wake gehasst, beim eigentlichen. Ah, da kann ich rein. Und ganz wichtig, keine metallischen Sachen berühren hier. Ja, okay, ich gehe außen rum. Ist okay. Ist okay. Ich verstehe, dass ich da nicht durchkomme. Ist gut. So. Ich bin doch irgendwie richtig hier, oder? Oder nett. Ist das nur eine Sackgasse? Ah. Vielleicht geht's auch einfach da weiter. Ha, ist das eine Idee?
Wenn man der Laterne folgt, sieht es normalerweise richtig aus. Also. Tada. Und die Stelle kommt mir auch bekannt vor. Wir sind schon richtig, keine Angst. Stimmt, ja. Gut, dann können wir jetzt doch rennen. Das war nämlich die sehr nebelige Passage. War da schon vorher alles dicht? Ich weiß nicht. Vielleicht durch die Tür hier? Offensichtlicherweise nicht. Dadurch? Nein. Muss ich gerade echt erwähnen, gucken hier. Ja, wo das eigentliche allgemeine Ziel ist, ist mir schon klar, ne? Aber wie kommen wir da hin? Ich meine, doch so ein Labyrinth hier, das ist. Könnte kompliziert werden. Ja, machst du aus den Strom. Gehe ich hier lang. Oder ich gehe einfach durch die Tür. Yo! Cool! Offen! Da ist er ja. You have no idea how badly you're screwed. It's gonna be a blast to watch you find out. Don't wanna get hit by those. Whoa! 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 Das kannst du knicken, Junge. Das könnt ihr alle knicken. Ich werde vielleicht auch nicht mal Spezialmoni oder so oder Spezialressourcen wie Leuchtstäbe oder so verwenden. Euch kriege ich ja wohl so weg. Auch wenn ihr von einem mega fetten Kettensägenmann angeführt wurdet, aber was soll's, ich kann damit umgehen. Der hat ja auch nicht großartig mehr ausgehalten als die anderen. So, jetzt hat sich's wieder stabilisiert von den Frames, sehr schön. Und jetzt wieder nicht. Jetzt erst recht nicht. Jetzt ist besser. Wieso musst du mir den Rückweg so kompliziert machen? Wieso musst du mir den Weg abschneiden, ha? Schaut mal auf die Leinwand vom Autokino, das ist ja witzig. Ich könnte irgendwie Sprengladungen werfen oder so. Das Gegenteil von Blendgranaten, oder wie? Cool, da läuft ein richtig krasser Film auf der Leinwand. Irgendwas mit dem verrückten Mr. Scratch, der in die Kamera schaut und uns verrückt machen will. Aber wir bleiben ganz cool, wir sind Alan Wake. Haben das Licht hier angemacht, also dürfte auch jetzt schon deutlich mehr Sicherheit hier garantiert sein. Das ist kein Ding. Wir überleben das, wir schaffen das. Yo, wir schaffen das. Jetzt fragen wir erstmal unsere leicht umnachtete Kollegin, wie es der so geht. Jetzt dürfen wir die Lichter in dem Führerhäuschen da anmachen können und dann dürfte sie ja wieder einigermaßen auf unserer Wellenlänge sein und nicht ganz abdrehen. Das war da rechts, oder? Ja, richtig. Nein. Ist die Frage, ob das Auto jetzt ein Poltergeist ist oder die das auf uns geschmissen haben. Das würde mich interessieren. Ich habe noch keine extra Batterie gebraucht, das ist gut. Jetzt immer wieder aufladen lassen. Das ist eine gute Strategie. Und gleich die Batterien aufheben für Szenarien, wo ich sie wirklich mal brauche. Was sehr schön ist an den Gegnern hier in Alan Wake's American Nightmare, es gibt keine Fernkampftypen, wie zum Beispiel noch im eigentlichen Alan Wake. Die haben dann mit Äxten geworfen und so. Die waren richtig nervig, weil man sich gar nicht richtig auf den Kampf konzentrieren konnte, sondern nur noch am Ausweichen war. Weil die sich natürlich dann eher im Hintergrund gehalten haben. It's not... It's you. Did you help me? Looks like you're feeling better now. Yes, I am. Thank you so much. I don't know what happened. There was this guy. Before you say anything, I know I look like him, but I'm not. Don't worry. You just don't feel anything like he does. He was in my head. I feel like I need to take 50 showers. Where is he?
That asshole wanted to get into the projector booth. He was talking about fixing things so the sun never comes up. God, it didn't seem that weird when he was saying it. It sounded really good at the time. You weren't yourself. The projector booth. That sounds about right. I need to get in there. I have the access code for the door. Here. Thanks. Du hast nichts in der Hand. I'm just glad you showed up now. He said he'd be back after he'd arranged for some security. Was ist hier los? Do you feel up to telling me what's going on here? We have an art exhibition here, supposed to open tomorrow. I'm the curator. My name's Serena Valdivia. Alan Wake. Holy shit, it is you. I've seen you on the big screen. I know your wife. You know Alice? Wait, big screen? Yeah, we have a film from her here. What the hell happened to you? Ich bin auf dem Weg zurück zu Alice. Sagen wir einfach mal. Ein bisschen Smalltalk kann ja nicht schaden. Vielleicht hat die ein paar neue Erkenntnisse. Getting back to Alice. Oh, God, yeah, sorry. It's quite a coincidence that you're here. She made this short film. I mean, she shot it years ago. You're in it. It's a part of the exhibition. I'm in a film? Yeah, it's like... I mean, it's just footage she shot of you at some point. But she turned it into this thing. It's a... almost like a memorial of sorts, because, you know, you're supposed to be dead, or something. Aha. Sehr interessant. Na, sie kennst du anscheinend genauer, also mich interessiert das jetzt, ne? Ich will wissen, ob es ein Happy End am Ende gibt, also geht es alles gut? How's Alice? Is she all right? She's okay, I guess, all things considered. I know her pretty well. You're really Alan? I can't believe you're here. Nobody knows what happened to you. But there are people who say they've seen you. That wasn't me. He just looks the same. Like, you know. Yeah, but that guy's a lot more slimy. The thought of him makes me... I hate him, but I... There's something about him, this... God, he's so creepy. Anyway, you're not like him. At all. I hope you can stop him. Ja, und das hoffen wir auch. Und ob dem so ist, werden wir in der nächsten Folge von Alan Wake sehen. Naja, wahrscheinlich erst in den nächsten Folgen von Alan Wake, aber wenn ihr die nächste sehen wollt, könnt ihr trotzdem rechts oben klicken, für die vorherige links oben, wo wir hier reingekommen sind, ins Autokino. Ganz schönes Szenario hier, gefällt mir die kleine Map. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao Leute.